Kommt herein. Das sind Dinge, die man nicht in der Öffentlichkeit bespricht. Verstehst du? Ja, ja, die sicher. Die lesen dir vom Mund ab, was du sagst. Habe ich nicht bemerkt. Die lesen einem vom Mund ab. In was für Sachen war der Scheißkerl eigentlich verwickelt? Wir brauchen deine Hilfe, Tito. Aber selbstverständlich, wo wir doch zur selben Familie gehören. Meinst du, man könnte etwas über ihn erfahren? Eins nach dem anderen. Vielleicht war es die Guerilla. Die klauen sich eine Uniform und dann ciao. Es war die Armee. Die Nachbarn haben doch gesagt, die Armee. Gibt es Zeugen dafür? Sicher. Sie haben ja den ganzen Slum besetzt. Dann habt ihr die Namen von diesen Zeugen. Nein. Dann will ich euch was sagen. Versucht's auf keinen Fall über die legalen Instanzen. Keine Habeas Corpus-Akte. Aber warum nicht? Schau mal. Über die Gerichte ist da gar nichts zu erreichen. Wie bitte? Was? Wenn es ein Sonderkommando der Armee gewesen ist, mit dem ihr es zu tun hattet... Ja, genau. So haben sie sich bei uns genannt. Wie haben sie sich genannt? Sonderkommando. Gut, wenn es tatsächlich so gewesen ist, wie ihr sagt, dann war ihr Vorgehen eine Aktion im vorlegalen Raum. Ihr versteht mich. Mehr oder weniger. Ich meine, man muss abwarten. Es ist ein vorgesetzlicher Vorgang. Das behandelt man wie einen Schlafwandler. Der schläft nicht und er ist nicht wach und balanciert auf einem schmalen Grat entlang. Wenn jemand schreit, zack. Ist das aus? Das versteht ihr doch. Wir können uns doch nicht hinsetzen und abwarten, Tito. Nein, nein, ich sag ja nicht hinsetzen und abwarten. Ich sage, auf Zehenspitzen gehen. Auf Zehenspitzen. Taktvoll. Man spricht mit diesem und jenem. Dann wird man schon sehen, wie die Sache steht. Und du hilfst uns dabei? Selbstverständlich. So etwas verlangt verdammt viel Geduld. Und wenn Carlos in nichts Besonderes verwickelt war, klärt sich ja alles bald auf. Außerdem, ihr wisst doch, nach einem Regen scheint wieder die Sonne.